Hallo und willkommen zurück zu Elex. Ja, was ich bei Spielen nicht mag, ist, wenn man am Anfang immer so Logos eingeblendet bekommt, die man nicht wegklicken kann. Und das haben wir hier leider. Das müsst ihr euch allerdings nicht antun, weil ich das auch gar nicht aufnehmen kann. Ja, dieses Mal werden wir den Rest von dieser Stadt durchreden. Wir gehen also. Ach, da geht's aber auch noch weiter. Vielleicht werfen die das von ganz oben irgendwie runter. Ich hatte da eben, nicht eben, sondern beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht hochgeguckt. Na gut. Verboten. So, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Wir gucken in die richtige Richtung. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? War noch was zu mitnehmen. Ist ein bisschen blöd, dass man auch von den doch Grafik hatte man hier, glaube ich, jetzt ein paar mehr Optionen. Ist schon alles auf Max. Aber ich hätte ja, glaube ich, gerne die den Kontrast gesenkt. Man hat halt hier massives Schwarz wie vor uns. Und hinten, das ist dann doch recht hell bis ausgebleicht. Na gut, Rüstschmied. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Hat eine schöne Stimme. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Neo. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, können wir uns sowieso nichts von leisten. Allerdings wären die Pfeile natürlich schon nett. Wäre natürlich auch toll, wenn wir Pfeile herstellen könnten. Kostet aber zwei Credits ein Pfeil. Was bedeutet denn die 6022? Ach, das ist die, die ich hab. Okay. Ja. Warenkorb. Ah ja, okay.
Ja, da ist das Interface eigentlich ganz gut. Ja, hier das jetzt auch. Das ist ein bisschen... ein bisschen wenig sehen. Es kann natürlich auch gut sein, dass wir da eine ganze Menge machen können, indem wir einfach eine grafische Option runtersetzen. Ach, das Angrim? Ne, Moment, ich guck mal gerade. Aber dann haben wir natürlich wahrscheinlich Shader-Qualität. Ich habe keine Ahnung, was das ausmacht. Ja, das hat da auf jeden Fall nichts gebracht. Gucken wir mal gerade noch ein paar andere Sachen durch. Ups. Wir hatten auch noch hier Video. Ja, das waren die grundsätzlichen Sachen. Grafik. Das war Ambient. Ja, Nebelqualität. Schattenqualität könnte das... Er zieht ja mal dann gar nicht mal so gut aus. Aber hier haben wir genau das, was ich... Dann haben wir das halt nicht, dass es innen einen Schatten hat, aber dafür sehen die Wände Grütze aus. Also das, damit ist nicht viel gewonnen. Probieren wir, spielen wir mal noch ein bisschen mit rum. Ultra! Das Licht aus. Und wenn wir Mittel haben... Mittel sieht auch scheiße aus. Also das ist schon ein bisschen... Oh, da ist er beim Laden. Nicht, dass der jetzt hier abgeschmatzt ist. Ne? Ja, da ist er weiter am Laden. Ist auch das Letzte, was ich jetzt ausprobiere. Aber nur, um zu gucken. Ja, damit... ist es auch nicht wirklich besser. Du hast hier nichts zu suchen. Du hast hier keinen Zutritt. Ja, nicht nochmal. Ja. Naja. Vielleicht ist es minimal besser, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, lass er mal. Okay, Angrim. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Sollte ich dich kennen? Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller.
Ja, tolle Rede, Junge. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Sinda schickt mich. Ja, geh mal die mal durch. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Mhm, das klingt ja nicht so gut. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht dran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Wer war Sinda? Ich habe keine Ahnung, aber sagen wir mal. Sinda schickt mich. Sinda? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sinda zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Wenn das stimmt, sollte die Gegend gemieden werden. Nicht gut genug, das ist schade. Von einem Unhold? Von einem Unhold? Ja, bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Mhm. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Das ist doch keine Arbeit. Verstanden. Verstanden. Gut, ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Du hast hier nichts zu suchen.
Ja, ja, ich gehe schon. Bist du wohl endlich raus? Das ja nicht nochmal. Nein, bringt er mich nicht direkt um. Ja, eigentlich darf ich diese Waffe ja gar nicht reintragen. Vielleicht ist das der Test. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Ja, okay. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Okay. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Mhm. Wen haben wir sonst noch? Waffenhändler. Du bist in Ordnung. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Einfacher Holzpfeil. Ja, selber Preis. Na, wir könnten halt wieder die Zigaretten verkaufen. Oder Stims. Geld brauchen wir auf jeden Fall. Na, hier haben wir auch wieder Zeug zum Verkaufen. Die können wir alle weghauen. Wertsache. Klopapier, Spielzeug-Dino. Wertsache. Das wünscht sich jeder auf dem Locus. Mhm. Gute Gabel. Krempel. Wertsache. Keine Ahnung, ob man damit noch was anderes machen kann. Aber die sind gemischt. Die kann man jetzt... die sind nicht gescheit sortiert. Naja, machen wir mal so. Handel akzeptieren. 22 Pfeile ist halt nicht viel, aber... Wir müssen auch mal gucken, dass wir unsere Skills ausbauen können. So, das wären... Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Die wird das Haus gewesen. Krieger. Hakon. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps... Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst.
Ich bin ein Alp. Du redest von Völkermord? Du redest von Völkermord? So eine dumme Frage. Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unsereins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Bring mir etwas bei. Ja. Ja. Ja, okay, der hat Überleben. Und da sind die Tiertrophäen. Das hier wollte ich ja machen. Damit wir da mehr Zeug rausbekommen. Jetzt haben wir aber auch schon 0 Lernpunkte übrig. Jo. So, speichern. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Pah! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein. Aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Aha, Kampf 2. Wenn dem so wäre. Und wenn dem so wäre? Dann hätte ich einige Informationen für dich. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt, sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf 3 Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Ja, habe ich sowieso dann wieder vergessen. Habe ich eigentlich jetzt schon wieder vergessen. Was haben wir hier? Vielleicht so irgendwas zum Mitnehmen. Ja, ein paar Pfeile. Die können wir immer brauchen.
können wir hier rein? Wenn du was klaust, stirbst du. Keine Sorge. So. Pflanzen haben wir auch schon lange nicht mehr eingesammelt. Da haben wir auch noch Pfeile. Brauchen. Da ist noch einer. Noch mehr. Keiner daneben geschossen. Mhm. Haben wir hier noch irgendwas? Okay. Rustschmied, Waffenhändler. Das Ding da. Und dann. Aha, da ist auch noch irgendwer. Und ein Teleporter. Mhm. Darf man leider auch nicht nehmen. Was bist du für einer? Auch ein Rüstschmied. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Na, ist derselbe von eben. Okay. Das hier sind bloß Durchgänge. Ja. Etwas seltsam gemacht, wenn man da ja gar nicht drauf kann. Also scheint mir jetzt nicht so wahnsinnig logisch. Das ist bestimmt eine Wache, mit der man reden kann, oder? Nee. Wache. Und da hinten hampelt jemand rum. Okay. Wir müssen noch zu dem Dingen gehen und hier runter. Speichern. Jetzt bin ich aber ein bisschen... Na okay, das ist das Haus. Das ist aber mehr eine Ruine, wie es aussieht.
Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn hier Gegner sind. Ist das vielleicht ein Gefängnis? Sieht mir danach aus. Okay. Na gut. Dann gehen wir noch zu dem da. Ja, Moment, da unten bin ich jetzt auch noch nicht gewesen, oder? Ist denn da überhaupt was? Ah. Das hat auf jeden Fall was. Ja, doch, da in die Drüsensuppe kann ich mich erinnern. Okay. So, dann gehen wir als nächstes. Ja, ja. Dann gehen wir als nächstes. Ups, ja, das war falsch. Wobei, wir könnten auch erstmal mit dem Eldur reden, wenn er sowieso da hinten ist. Sowas hätte ich auch gedacht. Lodge. Eldur. Ich habe Alva gefunden. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Sieht so aus. Naja, das ist nicht mein Problem. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Na, das war ja voller Emotion. Na gut, aber Erfahrung. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Tun alles für Erfahrungspunkte. Explosivbolzen. Mal die mal, bis die Ausrufezeichen da weg sind. So, okay. Dann. Lass den Unfug. Können wir hier aber auch nochmal gucken wegen Quests. Verbündete aus dem Illalter, bla bla. Von Fremden gut. Mhm.
der Karte markieren. Wenn ich den Kerl erwische. Aha. Ist ja gar nicht so weit, wenn das das ist. Oder haben wir da mehrere Sachen? Nee. Wartungsprotokoll. Ja. Falsche Lehren. Elex für Mana Schrein. Perfekte Elex-Waffe bringen, ja. Das können wir auf jeden Fall dann mal machen. Aber erstmal gehen wir dann noch. Ups. Naja. Gehen wir noch hier unten hin. Und dann haben wir jedenfalls auch alle Gebäude hier erstmal durch. Dann können wir mal gucken, dass sich noch ein paar Botenaufträge erledigen, hin und her laufen. Born. Wollen wir mal gerade gucken, ob wir nochmal mit dem reden können. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es uns schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Aha. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an? Nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Okay, tatsächlich noch eine Quest dazu bekommen. Geht klar. Geht klar. Gut, dann mal ran an die Arbeit. Bring mir etwas bei. Alles klar. Ja, ist so schade, dass ich hier diese ganzen Dialogoptionen quasi passen muss. Hier haben wir auch noch zusätzliche Lebenspunkte mit jeder Stufe. Konstitution, das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller gewesen. Als das mit den Attributen. Ist schneller erreichbar. Habe ich auch nicht gesehen. Extra Hitpoints.
Weiß ich aber nicht, ob die retroaktiv sind. Ich vermute mal nicht. Schutz der Rüstung mit jeder Stufe. Das bezweifle ich mal, dass das was ist, was mit jeder Stufe sich erhöht. Ja, aber 30 Ausdauer. Hätte man ja noch verhältnismäßig schnell zusammen. Aber guck mal erstmal, dass wir das mit dem mehr Attributen bekommen. So, dann. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, hier ist erstmal gar kein guter Weg. Da muss ich da hinten wieder komplett rumlaufen. Pizzerin. Wer war hier? Ach, das war genau. Ah ja, hier haben wir jetzt das auch. Okay, dann mache ich mal Goliath, Sinder, Persönlichkeit 4. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Gibt es niemand anderen, der für dich gehen kann? Du hast recht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Mhm. Okay. Immer dieser Technikkram. Ja, da brauchen wir aber jetzt schon eine Ecke mehr Erfahrung. Ragnar und Cormac. So, da haben wir jetzt den das Schrottding, oder? Jora. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Ist das überhaupt erlaubt? Alle Achtung. Du stellst die richtigen Fragen. Angrims Aufgabe war ein Test. Und nein, es ist nicht erlaubt. Denn Technik hat einzig und allein hier beim Schlund ihren Platz. Was habe ich jetzt davon? Und was habe ich jetzt davon? Zunächst einmal hast du uns bewiesen, dass du vertrauenswürdig bist. Aber ich schätze, du redest von Elexit. Wenn du willst, schau bei Angrim vorbei. Ich denke, für das Einhalten unserer Gesetze wird er dich gerecht entlohnen. Mhm. Stand aber abgebrochen. Naja, Ronir, ich hab zu tun. Na gut, wir sollen mit Angrim reden. Aha.
Du verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Aha. Dem können wir eventuell die Klerikerwaffen andrehen, oder was? Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Ich hab gerade keine Zeit. Später vielleicht. Okay, bei dem könnte man natürlich diese Waffen verkaufen. Könnten wir hier nochmal mitreden? Pünktlich wie immer. Und? Nee, das ist aber nichts. Sucht Jura noch immer jemanden, der für ihn zu diesem Konverter... Moment, da war was, was wir mitnehmen können. Hör schon auf! Ja. Okay, also da waren wir jetzt. Dann gehen wir mal zu dem Ragnar hoch. Moment, da konnten wir noch was abernten. Ob das hier so eine gute Idee ist, mich hier so hochzuarbeiten, ist noch die andere Frage. So, da ist zum einen Ragnar und zum anderen können wir hinten dieses Dingen lesen. Das werde ich jetzt als erstes noch erledigen. Oh. Aha. Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Auf den Spuren Kralls. Ich habe alle Informationen, die ich brauche. Ich sollte Kaldrim aufsuchen. Aha. Vielen Dank für den Hinweis. Wenn ich jetzt noch eine Ahnung hätte, wer Kaldrim war. Ich kann mir gerade so den Ragnar merken und Alrik. Okay. Vielleicht sollte ich mir die auch mal aufschreiben. Personen. Goliath. Ragnar.
Im Osten. Großes Haus. Ich komme von Cinder. Ja. Ich komme von Cinder. Und warum kommt sie nicht selbst? Ist auch egal. Was will sie? Sie braucht neue Leute, die die neuen Lieferungen aus dem Wald bringen. Ist das nicht der Job des Eisenclans? Ach, ich will es gar nicht wissen. Die Nebelkrähen haben jedenfalls keine Krieger, die sie entbehren können. Versuch es beim Hammerclan. Warlord Cormac ist dafür dein Mann. Toll. Oh. Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Rika! Ist alles? Ist das alles? Für Fremde ist das schon allerhand. Missbrauche unsere Gastfreundschaft also nicht. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Mir fällt das nicht schwer. Mir fällt das nicht schwer. Du weißt offenbar nicht, was du da von dir gibst. Da draußen vernichten die Alps alles Leben, Stück für Stück. Und auch wenn sie das schlimmste Problem sind, sind sie bei weitem nicht das Einzige. Aber was erzähle ich dir? Du kommst ja von draußen. Du weißt, was dort vor sich geht. Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Da bin ich anderer Meinung. Ich will dich nicht bevormunden, nur einen Stoß in die richtige Richtung geben. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahe steht? Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Das haben wir doch, oder?
Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten. Okay, cool. Die hätte ich ganz übersehen. Okay. So. Ah, das war Cormac. Okay. Schau mich mal auch mal auf. So was hätte ich auch gerne. Ja, das schraube ich mal alles auf. Damit ich die später wiederfinde. Das ist halt ein bisschen doof. Ah, nee, doch nicht. Die stehen hier. Naja, der, aber. Cormac. Im Südosten. Nahe großes Haus. Mit Balkon. Wird auf Karte angezeigt. Okay. Speichern wir nochmal und dann. Und dann muss ich auch einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier noch ein paar Botenruns machen innerhalb der Stadt. Bevor es dann hier mal ein bisschen außerhalb geht. Aber das nächste Mal wird, denke ich, dann doch ganz interessant werden. Also, ja, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!